Servus, hier ist Antonio Rüdiger und jetzt zeige ich euch Part 2 von Rom. Stefan, komm mal her. Geht. Bei dir? Alles fresh? Alles easy, alles easy. Schließen hast du schon mal parat. Das ist nicht schlecht, ne? Mikasa ist Sukasa. Ich nach dir. Nein, du. Oh, okay. Kennst du diesen Move? Kennst du diesen Move? Warte kurz. Ach, Dicker, zu kalt. Spiel weiter, Junge. Oh, spiel weiter. Ey, alles nach vorne, alles. Deine Kumpels haben bestimmt Bock. Dicker, das reicht, Dicker. Was willst du, Dicker? Willst du Mathe die? Für sie. Du kannst mir schon mal. Ey, ganz ehrlich, wenn ich. Setz dich wenn, hin. Ey. So, zeig ich dir mal ein bisschen was. Und wie ist das so allgemein von deinem Lifestyle her? Also bist du ein Typ, der vielleicht auch sagt, ey, mir kommt jetzt nicht nur so aufs Haus oder aufs Eigenheim an, sondern ich sammle Shirts gerne oder hast du einen Tick für Caps? Hast du da irgendwas? So? Ja, Klamotten hat man natürlich viele, und aber so sammeln. Ich hab mehrere Cappies, aber ich glaube, meine Schuhe sind ein bisschen interessant. Kickschuhe? Ah, Kickschuhe nicht unbedingt, aber einfach normale Straßenschuhe. Straßenschuhe, okay. Also nicht nur so ein bisschen chilligen Flips oder Flops. Ja, ich bin ja zu Hause. Ja, okay. Ja, ich bin ja Gast. Nee, okay, alles klar, aber willst du mir die auch zeigen oder ist das geheim? Komm mit. Okay, dann gehe ich gerne mit. Das sind so einige. Jesus, okay. Ich habe noch ein paar andere hier drin. Kleiderschrank jetzt, oder wie? Ja. Schuh. Ist deiner? Welche Schuhgröße hast du? Ich habe Schuhgröße US10. US-10, das ist, kannst du für mich über 44, achso, weil wenn ich das sehe, hätte ich mir gerne mal ein paar rausgepickt, aber jetzt 43, kannst du vergessen. Weil du so große Füße hast, ja. Ja, siehst du. Ich glaube, mein Favorite ist, der Bling-Bling oben links, ne? Der, oh, okay. Der also, sieht noch relativ neu aus eigentlich so, ne? Ja, trägst gefühlt. Du trotzdem oft? Also gefühlt 15 Mal angezogen. Der ist schon nice. Was gibt's sonst noch so? Zockst du gerne oder was? Es gibt noch meine Blazy. Blazy hast du? Ja, aber ja. Nicht hier. Wie nicht hier? Hier? Ich sehe keine Plays. Siehst du eigentlich? Ah, wir müssen nach unten gehen. Wenn ich gewinne, dann postest du das Selfie-Video. Okay. Und verlinkst mich und. Ja, fuck. Okay. Und wenn du gewinnst, dann springe ich in den Pool. Deal. Ja? Deal. Okay, das war eigentlich der schlechteste Deal, den ich je gemacht habe, aber weil du es bist. Okay, dann let's go. Dann puh, alles ich klar, bin nervös. Müssen wir ein bisschen. Also, Dicker. Ja? Hier sind wir. Hier sind wir. Du bist Gast. Ich bin Gast, ich darf wählen. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Ich würde mal sagen, spielerisch stark, Arsenal nehme ich. Ja? Ich hoffe, damit kriege ich mein Video und nicht den Pool. Wen nimmst du? Paris. Alles klar, let's go. Gut Spiel, Toni. Gut Spiel, Dicker. Bereit? Bereit. Let's go. Okay. Es gab lange keine Gegner mehr. Ja. Es gab lange schon keine Leute mehr, die mir auf die Pinnwand gepostet haben. Boah. Let's go. Der war gut. Ja, war gut. Der war echt gut. Ja, gut. Habe den Ball, passe den Ball. Ja, jetzt. Ja, Digga. Ja, und jetzt. Özil, Junge, mach's Ding rein. Was ist das, Junge? Hast du das gesehen, Alter? Hast du gecheatet? Bei dir Torwart eins mehr, oder was? Kennst du diesen Junge, Kevin Trapp? Hast du gesehen, wie dieses Schokobon fast links oben reingeflogen ist? Halbzeit-Fazit, Toni. Ich dominiere das Ding ganz klar. Ich hab mehr am Ballbesitz, aber du hattest die bessere Chance. Mach Pressing. Junge, was ist das? Mach den Ball weg, Alter. Boah, ich zieh da hier hinten. Grande Verratti. Grande. Ciao. Grande. Kennst du diesen Move? Warte kurz, ich ruf nochmal. Wie warm haben wir es gerade hier draußen? Ach, Dicker, zu kalt. Spiel weiter, Junge. Spiel weiter. Ey, alles nach vorne, alles. Ich ruf Arsene an. Vielleicht hat er neue Taktiko für mich. Vielleicht. Jetzt ist er richtig. Auf Italienisch sagt man Magari. Hör auf, ich verstehe kein Wort. Komm her. Chamberlain, lern mal hör auf zu labern. Wenn du laberst, bin ich richtig auseinander. Achtung, guck mal, was ich mit dir mache. Okay, ich mach gar nichts. Nein, nicht Pool, nicht Pool. Ich sehe da gar kein Tor mehr da drüben. Ich sehe einfach nur Pool. Einfach. Mehr sehe ich gar nicht. Aber Pool, Billard, verstehst du? Nicht den Dicker, anderen Pool. Dicker, du musst schwimmen. Kannst du schwimmen? Darüber wollen wir nicht reden. Wollen wir nicht, ja? Warum? Kennst du das Lieblingsergebnis von José Mourinho? Ja, im Pool, oder was? 1-0. Ja, so spielst du auch. So spielst du.
Das macht richtig Spaß. Das reicht. Deine Kumpels haben bestimmt Bock. Dicker, das reicht, Dicker. Was willst du, Dicker? Da weiß ich nicht. Was. Ich will auf jeden Fall nicht in den Pool. Aber wenn, dann will ich Shampoo haben. Ey, oder vorher kurz Dicker, Sauna gehen. Dicker, weil geht gar nicht klar. Komm doch, attackier doch. Nein, was ist das, was du da machst? Du spielst Handball, wir spielen Fußball. Du hast den Ball und stehst da im Kreis. Frag mal Barcelona, wie ist es, wenn die Mannschaften gegen die spielen? Jetzt. Boah, guck mal, was du da machst. Okay, Einladung, jetzt muss ich mal annehmen. Jungs, leg den Ball nicht so weit vor, Alter, wir sind nicht in der F-Jugend. Digga, jetzt klatsch das Ding rüber. Dicker, Verteidigung, Dicker. Der Bruder ist immer da. Jetzt ciao, mal Zeichen setzen. Was ist los, Alter? Kante, N'Golo. Hast gesehen, was für Gelb, Junge? Hör mir doch auf, Alter. Hast gesehen, wie er Zeichen gesetzt hat? Warte ab. Zeichen setzt du noch auf meiner Facebook-Seite. Warte ab. Oh, ich schieße dich drauf. Abseits. Schiri, Junge. Schiri. Ey, ich schwör. Kennst du Blaze? Den hast du gekauft. Willst du mich kennst verarschen, du Alter? Kennst du Matuidi? Für sie. Du kannst mir schon mal. Ey, ganz ehrlich, wenn ich. Setz dich hin! Wenn das so weitergeht, dann kannst du mir schon mal ein Schneebärmchen kaufen. Willst du mich verarschen, Alter? Wenn ich mein Seepferdchen nicht gemacht hätte, wüsste ich jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll, Alter. Dann verlierst du ein Spiel, ciao, Leben. Eieiei. Ciao, arrivederci. Das ist 94. Jungs, das Tor hat mein. Ey, ich muss gehen, ich hab einen Termin. Tony, nee, sehe ich nicht, da ist nichts, er ist abpfiff, ich muss gehen. Ich habe einen Termin, bist du Dicker, mir sauer? Ich hab einen Termin, Dicker. So rum, der Ausgang ist da. Ausgang nein, ist Dicker, da geht's runter. So gut geht's da runter, Bruder. Ja, Tony, ich muss sagen, Schuhe schon ausgezogen, ich muss in deinen Mic sprechen, weil meins ist auch schon weg. Wettschulden sind Ehrenschulden. Du bist ein guter PS-Spieler. Also, Dicker, hüpf jetzt rein. Hat das schon mal jemand gemacht von hier oben bei dir? Lass mich raten. Nein. Okay. Sing mal ein schönes Lied für mich, weil sonst wird es hier ein bisschen langweilig. Keine Ahnung, welches Lied, Dicker. Spring einfach da rein, okay, Mann. Okay, stopp. Bevor ich jetzt springe, du gehst mit dem Hand und stehst da hin, weil sonst komme ich nicht mehr rein. Okay? Alles easy, Dicker. Spring da rein. Okay. Rein. Spring mich mal in deine Hand. Okay, 3, 2, 1. Bitte schön, Dicker. Ja gut, was soll ich sagen? Ja? Das ist der Mann. Das waren Ehrenschulden, Dicker. Aber nicht mehr. Bleib mal schön alleine da, wo du bist. Okay, machen Abmoderation. Und zwar, Toni ist gar nicht mehr hier, nur noch ich bin hier. Spaß. War ein mega geiler Tag, Toni. Ende war, glaube ich, nicht ganz so geil, für mich zumindest. Für mich war super. Ja klar, ist besser als Film gucken, weil du hast den Film ja hier. Ja. Aber ich muss sagen, richtig geiler Tag mit dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Und danke. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall mal heiß abduschen, weil auf sonst geht es mich gar nicht mehr. Also. Toni, alles gut.